Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Super Mario World 5 Level Hack, heißt das Ding, glaube ich. Ja, zwischendurch schiebe ich einfach mal wieder einen Hack ein. Ich habe seit Ewigkeiten kein Mario mehr gespielt, darum hoffe ich, dass er nicht zu schwer ist, Hack. Ich hatte einen anderen kurz reingeguckt. Vergesst es einfach. Ja, wie der Name sagt, ich hoffe, dass das alles... Ah, gut. Scheint gepatcht haben. Ist ein 5-Level-Hack, also ich erwarte 5 Level. Und dass es nicht zu lange dauert. Gucken wir einfach mal. Naja, you must come home. There are monsters everywhere. Please help us. So eine Neuigkeit. Sind da nicht immer so viele? Okay. Andere Overworld. Und statt Yoshis Haus gibt's Todd's Haus. Na, was ist hier? Welche Überraschung. Ich muss mal sagen, Pilze und Dinosaurier haben einen ähnlichen Einrichtungsstil. Zum Beispiel keine Wände. Dino Isle. Legen wir einfach mal los. Point of Verse. The Dragon Coins have been stored in safe places hidden from you. Can you find F5? Ach, keine Ahnung, ob ich die suchen werde. Erstmal ein Pilz. Oben, unten. Ich gehe erstmal unten. Ich gehe oben. Dragon Coin, welche Überraschung. Die war schwer zu finden. Uiuiui. So, ja, Dinos, wie zu erwarten war. Ups, soweit ist es wirklich noch nicht schwer. Die war noch schwerer zu finden. Ack, ack. Und die erst, meine Herren. Da hat sich wer Mühe gegeben, die zu verstecken. Komm, jetzt will ich auch alle 5 haben. Mist. Wie gemein. Gemeine Sache. Ups. Kein Bock auf die Notenblöcke. Ich brauche mehr Speed und danke. Ja, gut. Erste Level war... einfach. Benutzt ja zugegebenermaßen auch weiterhin Safe States. Okay, ja, das ist doch auch vollkommen normal. Oh Gott. Ich mag solche Sprünge nicht. Ich mag sie nicht, ich mag sie nicht, ich mag sie nicht. Oder soweit. Alles einfach. Vor allem die Dragon Coins. Die erst. Und die Bomben sind ein bisschen hoch angesetzt. Stopp, da oben gibt es sicher eine Dragon Coin. Diese Verstecke, meine Herren. Oh shit. Zu dämlich da reingesprungen. Oh. Nö, geht's nicht rein. Das will ich haben. Hallo, ich bin doch auf dich draufgesprungen, du. Danke. Und noch eine Dragon Coin. Ich hatte eigentlich an irgendein Power-Up drauf gehofft. Ugh. Nein. So, endlich mal das Timing halbwegs richtig hinbekommen. Hm. Kann man da irgendwie raus? Die ist so auffällig direkt vorm Ziel geparkt. Chainsaw Hates. Level 3 von 5. Oh, oh, oh. Ab in den Tod mit dir, Mario. Ja, bisschen Custom Music wäre nicht schlecht gewesen, aber ach, das verwirrt mich gerade schon wieder. Egal. Das verwirrt mich, habe ich gesagt. So, so, spulen wir ein bisschen. Wie macht man das?
Kann ich hier ganz am Rand stehen? So könnte ich das schaffen. Dieser Sprung ist jetzt aber mal was ganz anderes als der Rest des Hacks, oder? Ach Gott. Stopp, ja. So, dann halt der gute alte Drehsprung. So, zweimal durch und geschafft. Meine Herren, das war schwerer als sonst. Shit. Komm, reite die Kettensäge, reite die Kettensäge. Mario, Teilnehmer von Yoshi's Island's Chainsaw Massacre. Gut. Das sollte kein Problem sein. Yay. Komme ich da oben am besten hin? Mit einer Kettensäge natürlich. Ups. Nochmal. Shit. Und nochmal. Das klappt ja. Das klappt ja richtig gut. Irgendwas gibt's doch hier unten. Ah, okay. Schweres Rätsel, aber das ist zumindest mal halbwegs versteckt. Man merkt, wie auch innerhalb des Levels die Yoshi-Münzen schwerer werden. Ja, so langsam wird der Hack schwerer. Ist natürlich immer noch kein Kaiser-Hack, aber den will ich jetzt auch nicht schaffen. Oh Gott. Gut, was gibt's hier? Eine Ehrenrunde. Fische. Fische, Fische. Fische aus Blöcken. Blockfisch, haha. Das war ja überraschend, dass ich da nicht gestorben bin. Aber irgendwie ist der Hack ja nicht so gemein. Ha? So gefallen mir die... nicht so schwer. So gefallen mir die Yoshi-Münzen auf jeden Fall schon schwer. Sie sind immer noch nicht versteckt, aber wenigstens muss man was tun, um sie zu bekommen. Boing. Boing, boing. Eigentlich geht's noch relativ... ja, gut. Dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe und gerade versage ich ganz schrecklich. Ah, haha. So langsam werden die doch eine Herausforderung. Zumindest hat es mich einmal in die Falle gelockt. Wensors. Heißt die nicht Wessnor? Also Z und N vertauscht? Also diese komischen vier Dinos, die da im Kreis immer hin und her... Ja, was machen die immer? Autsch. Feuer heiß. Nein, Lava heiß. Ah, Lava wirklich heiß. So, dadurch. Wow. Ich hab's kommen sehen. Das habe ich auch kommen sehen. Gibt's da vielleicht oben was? Na, wohl eher nicht, oder? Mario trifft die Säge. Was, wieso hast du denn Angst davor? Hast doch so schöne Schuhe an, die... Was soll da schon eine Säge machen? Nein, dort ist nix. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein. So, ihr kommt als erstes wieder ein bisschen runter. Danke. Und tschüss, Swamp. Tschüss, Swamp. Tschüss. Swamp. Ha. Ich
Überleg gerade, wie ich an die. Ah, okay. Mit dem komme ich da am besten dran. Ja. Keine Lust zu warten, so. Gott, war das blöd. Aber egal. Jetzt bleib ich bei dem Fehler. Ah, da oben ist, glaube ich, nichts. Ist ja schrecklich. So, ich mach die Ehrenrunde. Egal. Da oben kommt man doch drauf, aber von der anderen Richtung. Okay, diesmal muss ich nach vorne. Sowas mag ich nicht ohne Safe States. Einfach weil man es absolut nicht einschätzen kann. Yay, jetzt bin ich hier oben. Und Leap of Fail. Leap of Face. Hallo, ich hatte einen Drehsprung. Schon besser. Und ab zum Endboss. Ihr seid Resnor. Nee. Windor? Was steht denn hinten auf dem Schild? Resnor. Und das Ding hieß doch Rensor. Was ein Sprung. Na gut, warte ich eine Runde. Hab ja genug Zeit. Yay! Und wie geht die Story wohl weiter? Thank you! Bam, bam! Congratulations on beating the Storm Hack. Please look forward to playing the next one. Grishnax. Joa. Rensors. Sag ich doch. Rechtschreibfehler drin. Ja, klein, nett, schnell für zwischendurch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht's.